So. Ist es als Monster Hunter-Klon konzipiert? Nein. Ich denke nicht, dass ich denke, irgendwie die Leute haben schon gedacht, ja, Monster Hunter ist ganz cool, aber ich glaube, ich kann es nicht sagen, ob es wirklich so 1 zu 1 ist wie in Monster Hunter. Ich denke, Monster Hunter ist nochmal ein bisschen was anderes. Weil ich habe selbst Monster Hunter nicht gespielt. Also nicht so viel, dass ich da irgendwas sagen könnte, okay, das ist jetzt an der und der Stelle ähnlich. Ja, du verprügelst mit einer Gruppe Monster. Das ist, sagen wir mal, im Kern ist es schon ein bisschen Monster Hunter. Entschuldigung. Ich trinke nur Getränke mit Hauptbestandteil Wasser. Boah. Yes, I can spare a moment. We will speak again soon. Blaze Resistance Potion. Okay. Dabei benutze ich eigentlich gar keine Tränke mehr. Beziehungsweise echt selten. Always good to see a Slayer in one piece. Ich muss leider noch mal einen Strike töten. Oh, ich sehe gerade, die Defender-Rüstung hat 10 Stufen. Wie viele Stufen hat die Scout-Rüstung? Da ist auch eine 5er. Die Gnasher hat auch 5. Achso, das war ja die Anfangsrüstung. Also wer Defender... Na, ich mach trotzdem erstmal die Rüstung vom Strike fertig. Dann kann ich ja immer noch gucken. Also Defender hier erstmal nur mit Eisenerz. Finde ich gerade nicht so geil. Vor allem, weil ich ja so ein Profi bin im Eisen finden. When it comes to weapons, practice makes perfect. Dann müssen wir halt nochmal eine Eule töten. Zum Glück mag man die. Ich denke, ich muss sogar eher nochmal 2 Eulen töten, um alle Ressourcen zu haben dafür. Earl grüßt alle. Habe ich schon gesagt, danke fürs Subscriben, Rick Hart. Entschuldigung, ich habe heute auch kein Gedächtnis. Habe ich schon gesagt. Der Hund ist unruhig. Etwas Großes kommt auf uns zu.
Dim, 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 dim. Was wird das Ziel des Spiels sein? Alle einzigartigen Monster töten. Ja. Effektiv wird das Ziel sein und natürlich seine Ausrüstung immer weiter verbessern und der größte und beste Slayer werden, den die Welt jemals gesehen hat. Der Mops war weg, ist plötzlich weg vor meinen Füßen gewesen. Ich streiche hier mit dem Fuß, während ich spiele. Aber er ist jetzt an die Tür gegangen, deshalb denke ich, dass er gleich bellen wird. Er hat bestimmt wieder irgendwas gehört. Er ist kotzen gegangen. Nein, er kotzt heute nicht, lieber Chat. Danke. Kacke. Ich dachte, den Schwung... Ich würde es rechtzeitig treffen. Habe ich die App-Benachrichtigung übersehen mit dem Chat gefragt? Es gab keine. Das hat, eigentlich die Gründe nur, dass ich keine gemacht habe. Guck mal, die haben mich hochgeholt und ich habe den direkt aus den Latschen gehauen. Woher weißt du, wo welches Monster ist? Du kannst mit der Hilfe der Laterne, die ich am Gürtel trage, feststellen, wo ein Monster ist zum Beispiel. Weil die Insel ist jetzt auch nicht so riesig, dass du das Monster überhaupt nicht finden kannst.
Und die Kollegen können halt suchen halt auch gleichzeitig und die können eine Flare in die Luft schießen, um ihre Position mir zu sagen, wenn die das Monster gefunden haben. Scheiße. Nein, schon zwei liegen. Ach, wo welches Monster ist, das kommt darauf an, welche Jagd du auswählst. Du gehst ja auf die Jagd nach einem gewissen Monster und das existiert dann auch nur. Ich häng fest. Gleich weiß ich auf jeden Fall, ob man unendlich häufig aufstehen kann wieder. Ah, er fliegt weg. Beim Monster Hunter ist es irre schwer, das Monster zu finden. Das habe ich auch schon gehört. Das ist hier nicht so der Fall. Jedenfalls zur Zeit. Wer weiß, was zukünftig sich verändern würde im Spiel. Vor allem, wenn es wirklich 1:1 Monster Hunter wäre, dann kriegst du ein Problem, weil dann musst du wirklich besser sein mit dem Spiel als Monster Hunter. Also in allen Kategorien, wo Monster Hunter schon ein paar Jahre Vorsprung hat. Haben die Gegner ein Schadensmodell? Es gibt Gegner, denen kannst du gewisse Körperteile abschneiden. Ich weiß nur von dem Schwanz, den man abschlagen kann. Bis jetzt. Aber bei der Eule weiß ich, ob die irgendwas Spezielles abgeschlagen bekommen kann. Die Eule, also das ist jetzt ein normaler Gegner von der Stärke her. Der hält auch einfach mehr aus als die Roots. Ich finde, bis jetzt ist die Eule auch einer der schnelleren und dynamischen Gegner. Aber ich liege auch diesmal sehr häufig auf dem Boden. Obwohl ich noch nicht alle kenne, die es bis jetzt gibt. Da kommen ja auch noch welche dazu. Das Problem ist, wenn du zu lange brauchst, um zum Beispiel, also du zu wenig Damage austeilst beim Gegner, hast du links oben die Anzeige für so eine Art Enrage-Counter. Das sind im Moment 37, wenn der auf 100 steht. Macht der Gegner mehr Schaden und du kannst deine Mitspieler nicht mehr aufheben.
Da ist aber bis jetzt noch nicht vorgefallen, weil ich glaube, dafür bin ich noch in den zu einfachen Missionen. Oh mein Gott, jetzt ist aber echt schlimm. Man schlägt halt permanent auf irgendwas drauf. Natürlich ist das spaßig. Jetzt auch nicht, der ist weg. Ah ne, da oben. Jetzt fall endlich um. Keine Ahnung, ob eins von den Dingern von der Insel runterfallen kann. Ah, das war's. Und der Mob zerfleddert sein Stofftier. Der ist gerade auch auf den Hand. Ich weiß gar nicht, ob die mit Downplus auf der Gamescom dieses Jahr schon waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte keine E-Mail bekommen. Ah, der Hund versucht wieder hinter den Rechner zu kommen. Ich glaube, ich habe es extra so gestellt, dass der da nicht mehr hin kann. Versucht er sich mit seiner Schnauze da durchzuschieben. Na, weg. Ach, du armer kleiner Hund. Keiner spielt mit dir abends. Aber ab morgen hat er eine Gefährtin. Hinter dem Rechner sind spezielle Supermods, die der Mobs noch braucht. Mein Gott. Greetings, Slayer. Was ist los, Mopsy? Komm mal hoch zu Papa. Ja. Was macht Papa wieder? Er ist auch erst 13 Monate alt. Er ist ziemlich agil. Was denn? Ich fass das nicht. Warum hast du Teppich im Mund? Nein. Na toll. Übrigens, gerade hat jeder, der einen Hund hat oder sonst irgendwas, hat gesehen, welchen Fehler ich begangen habe. Ich habe was gesagt, was ich nicht will, und dann habe ich ihn gestreichelt. Und das geht überhaupt nicht klar.
Upsala. Ja, du rutschst weg. Ich habe den Tisch heute gewischt. Klar, rutschst du weg. Der hat keine Mopsmatte. Dafür brauche ich auch was vom Shrike, aber was Besonderes. Genau wie für einen Helm.